Ja, schönen guten Tag, liebe Zuschauende, sehr verehrte Damen und Herren. Heute schauen wir uns mal einen Wiesenbach an, am Beispiel des Lückenbachs, einem Seitengewässer der Ahr in Rheinland-Pfalz. Was so ein Bach mit seinen Ufern macht, wenn Bäume dran stehen oder wenn die Bäume fehlen, die Dynamik der Erosion und was es auch bedeutet, wenn so ein Bach keine verzweigten Gerinne bilden konnte und wie wir damit verfahren, wenn zum Beispiel Bäume, die am Ufer standen, umgestürzt sind. Ob wir sie entfernen oder ob wir sie besser lassen. Wiesennutzung ist allenfalls weiterhin möglich. Viel Spaß mit den folgenden Aufnahmen, die im April gewonnen wurden. Im folgenden Film möchte ich Ihnen erklären, warum diese beiden Bäume extrem bewundernswert sind und dass wir diesen Baum ebenfalls bewundern dürfen, liegt daran, dass der als Ganzes wieder auswachsen wird. Und sollte den jemand wegräumen, dann wäre er sehr schlecht beraten. Aber wir müssen befürchten, dass man ihn wegräumen will. Hier nämlich mit diesem umgestürzten Baum will die Natur versuchen, die Kraft dieses kleinen Baches zu brechen. Und es wird ihr gelingen. Daran dürfen wir sie nicht hindern. So, wir sind hier im Ahrgebiet, Lückenbach. Wir sind also jetzt mal nicht an der Ahr selbst. Und der Lückenbach, jo, der kann auch im Sommer mal ganz weg sein oder nur ein kleines Rinnsal. Und das ist eigentlich sehr unauffällig. Wir haben jetzt gerade so eine leichte Hochwassersituation. Anfang April, der 2. April ist heute. Und dann sieht man, was der Bach hier unten alles macht. Da kann man sich natürlich fragen, Mensch, inwieweit ist denn das Natur? Natur ist das 100%, weil hier die physikalischen Kräfte von Anlandung und Erosion zugunsten der Erosion arbeiten. Das heißt, hier holt sich das Fließgewässer sein Geschiebe, wie man sagt. Ja, hier ist eine Geschiebequelle und es ist völlig natürlich, da hier keinerlei Hindernis ist, dass der Bach sich sein Geschiebe holt und damit die Wiese reduziert. Wenn jetzt jemand eine Wiese besitzt und darauf Kühe grasen lassen will, kommt es immer wieder zu dem typischen Effekt, dann soll der Bach das nicht machen. Also entweder wird der Bach verrohrt, das hat man hier zum Teil auch gemacht, aber so ein Rohr wird irgendwann dicht und dann wird es immer schlimmer, weil der Bach dann oberirdisch im Notfall durchfließt. Und wie mag das hier überhaupt geschichtlich gewesen sein? Wenn wir uns dieses Teil hier mal vorstellen, dann war das ja früher relativ breit und bevor die Menschen eine intensivere Siedlung und Landnutzung trieben, ist davon auszugehen, dass dieser Bach bei Hochwasser das ganze Tal erfüllte. Aber so eine Hochwasserwelle dauert nie sehr lang. Das heißt, schließlich waren in diesem Tal quer durch lauter Gerinne, lauter schmale Gerinne. Da konnte man drüber gehen, durchklettern, das war überhaupt kein Problem. Dann begann die Landnutzung und man hat dieses Tal genutzt und hat den Bach konzentriert. Ausrufezeichen, jetzt wird's spannend. Man hat den Bach konzentriert und das machte man zum Teil auch dadurch, dass man Weidenstecken genau da steckte, wo der Bach laufen sollte. Und das tat er dann auch, denn die Weiden gaben ihm sozusagen den rechten und linken Rand und zwischen den Weiden tiefte sich der Bach weiter ein. Und irgendwann kam jemand ganz klug auf die Idee, man könne doch die ganze Fläche nutzen, wenn man auch die Gehölze am Bach entfernt. Die Konsequenz sehen wir hier. Der Bach bricht aus, wenn es kein Gehölz hat. Ohne Gehölz kann er ausbrechen. Mit Gehölz kann er nicht ausbrechen. Vegetation ist das Heilpflaster aller irdischen Lebensräume. Und wenn wir das vergessen, dann wird wiederum ein Beitrag dazu geleistet, dass Flüsse und Auen gefährlich werden. Ist das ein unentrinnbares Schicksal? Natürlich nicht. Wir können ja die Fließgewässer teilen, die Kraft des Wassers auf mehrere Gerinne verteilen, wie das auch zur Ahr auszuführen ist. Und wir können der Vegetation erlauben, die Ufer zu schützen.
Das Bild zeigt, dass die Vegetation das auch wirklich tut und, sagen wir mal, dem übelsten Hochwasser standhält. Da kommen also dann Physik und Biologie und Ökologie zusammen. Und immer wieder können wir sagen, die Natur ist zwar katastrophal in gewisser Weise, aber wenn wir uns mit ihr abstimmen, dann ist es genau wie hier mit dem Bächlein kein Problem für irgendjemand. Und wenn ich sage, dass Natur und Mensch problemlos zusammenpassen, dann müssen wir uns natürlich im Klaren sein, dass das, was hier geschieht, diese chaotische Geschichte, auch von Natur aus passieren kann. Also wenn beispielsweise gar keine Vegetation vorhanden ist, das war ja bis vor 400 Millionen Jahren auf der Erde der Fall, da können wir uns vorstellen, wie die Gewässer aussahen. Da gab es ja auch diese Gräser nicht. Das heißt, da waren Gewässer einfach nur physikalische Gerinne. Und interessanterweise, so ähnlich wie die Menschen in den Kläranlagen die Lebensgemeinschaften der Zeit vor etwa 3 bis 4 Milliarden Jahren zurückholen, ja, Ausrufezeichen, also einen echten Rückschritt durch Technik machen, so ist das ja im Grunde genommen auch hier ein Rückschritt. Unsere Landnutzung geht einfach auf die Natur nicht ein. So, und wenn wir das jetzt mal angucken, dann sehen wir ja, dass hier reihenweise, also einerseits Bäume stehen, ja, andererseits sind die Bäume weg. Und warum sind denn einige umgestürzt? Das ist überhaupt kein Wunder. Auf ein Gerinne konzentriert und dann ein lückenhafter Waldbestand oder Baumbestand. Also kein geschlossener Galeriewald. Wenn der Galeriewald nicht geschlossen ist, naja, dann haben die Einzelindividuen der Bäume eine schlechte Standhaftigkeit. Und das ist das Dumme jetzt, was man an der Ahr gemacht hat, dass man so viel Gehölze entfernt hat. Das war ein riesiger Fehler. Selbstverständlich können Baumstämme gefährlich werden. Aus lückenhaften Galeriewäldern und aus konzentrierten Gerinnen. Da ist das überhaupt keine Frage. Aber man darf den Bäumen nicht anlasten, dass die gefährlich sind und dass man deswegen die Ufer alle befreien muss. Es hätte genau andersrum sein müssen. Man müsste die Ufer wieder aufbauen. Das wird übrigens auch die Natur tun. Also das, was man hier in 20 Jahren sieht, wenn man die Natur in Ruhe lässt, wird sich zeigen, dass hier ganz viele Weidengebüsche und Weidenbäume auftauchen, die das Gerinne schließlich wieder stabilisieren und die sogar dafür sorgen würden, dass in diesem Tal das Gerinne bei Hochwasser wieder in vielen Armen durch die Landschaft strömt und nicht mehr auf eins konzentriert wird. Wie wir im vorhergehenden Film ausgedrückt haben, darf die Ahr nicht auf ein Gerinne konzentriert werden. Was man 1912 durch Ahrkorrektur erreicht hatte, war die Vorbereitungsmaßnahme für die Katastrophe, die dann zuletzt 2021 über die Landschaft hereingebrochen ist. Menschgemacht, bitte. Und in diesem Fall spielt das Klima eine nachgeordnete Rolle. Auch das muss beachtet werden. Wir dürfen gerne die ganze Verantwortung übernehmen. In der Natur ist es normal, Fehler zu machen. Kein Mensch ist davon befreit. Und wären diese Aussagen in diesem Film falsch, ich würde sie sofort zurücknehmen. Also bitte betrachten Sie diese Filme gegebenenfalls als Hinweis darauf, dass eine Diskussion sich entfalten möchte, wie wir künftig mit der AR umgehen. Bisher sehe ich, dass es ein ganz plattes Konzept gibt, die AR einfach tiefer legen, dann wird sie nicht gefährlich. Jemand, der so argumentiert, denkt nicht für die gesamte Landschaft und denkt und handelt nicht für die Menschen, die in dieser Landschaft sich wohlfühlen wollen, die regelrecht das Recht haben, sich dort wohlfühlen zu dürfen. Danke für die Aufmerksamkeit und für die Mitwirkung.